Ich nehme an, aber es ergibt Sinn, weil es über dasselbe System läuft. Also, die verbreiten sich genauso wie Keime. Nein, mit Chlor. Oh, okay, dann mit Chlor. Strahlung entfernt mit Chlor. So macht man das. Aber wenn es geht. So, wir haben das Rohr fertig gebaut. Dann betanken wir mal während dem Sturm. Haben wir die evakuiert. Dann wurde alles mit Chlor geflutet, wenn du es evakuiert hast. Das ist ein raffiniertes System. So, jetzt hoffen wir mal, dass die Leitungen nicht platzen. Neues Problem, meine Basis ist voller Chlor. Ich hoffe, das hast du bedacht. Das wäre... Die Ampungung geht so langsam. Das verstehe ich. Weil so viel Platz ist es ein bisschen problematisch. Oh, und da fehlt noch was. Wir müssen natürlich das hier wieder zurück. Nee, wir haben sowieso keinen Wasserausgang. Das ist vollkommen egal. Wir müssen das hier wieder zurückführen. So, das könnt ihr jetzt mal währenddessen bauen. Wir müssen die Rakete ja nicht ganz voll pumpen. Da ist ja noch Petroleum drin. Ich hoffe, das wird verbrannt, wenn wir rumfliegen. Wie weit können wir jetzt eigentlich mit dem bisschen? 7 Felder gerade mal. Ja, dann... Vielleicht mehr pumpen? Ich weiß nicht. Also, für die wegen dem Chlor. Was will man sonst machen? Wie wird man eigentlich sonst gaslos? Einfrieren! Du brauchst ein System, das die gesamte Basis auf, was weiß ich, minus 60 Grad runterkühlt. Man friert den Chlor ein. Wir müssen nicht mehr einfrieren. Du musst einfach nur auf minus 5, 36, so minus 40 Grad runterkommen. Dann kannst du das Chlor einfach aufwischen. Probleme lösen mit Naranka. Die Anlage war eigentlich überdacht. Eigentlich. Ja, das mit dem Chlor, wenn es zu viel ist. War aber zu viel Chlor. Wer hast denn das eigentlich reingebracht? Mit, es müsste, war ja dann, wenn es schnell gehen muss, eigentlich im Überdruck, nicht wahr? In irgendeinem Behälter. Da passiert, da verschwindet das, der Wasserstoff. Aber ja, war dann im Überdruck drin. Ja, bei der Hochdruckkammer. Wie viel Druck war drin? Aber das hilft eigentlich nicht, weil man weiß ja nicht, wie groß die Basis ist. Die war voll. Okay. Es waren 5678 Kilogramm pro Zelle. Nein. So, kommt schon, arbeitet das weg, weil mein Wasserstoff, mein schöner Wasserstoff, alles voll. da fliegt mein Wasserstoff weg. Ploff, ploff, ploff. Ploff, alles explodiert, ach du meine Güte. Eieiei. Naja, das passiert. Nächstes Mal haben wir das auch fertig gebaut. Die Rakete ist jetzt aber bereit. Wir können jetzt 15 Felder weit fliegen. Das ist mehr, als ich dachte eigentlich. Normalerweise waren es ja immer 10. Die Temperatur geht jetzt halt hoch, weil ja Chlor halt kein guter Wärmeleiter ist. Ich weiß nicht. Dann hast du neue. So kommen immer mehr Probleme zueinander. Als nächstes gehen die Maschinen kaputt. So, aber wir haben genug Arbeiter. Wir haben jetzt nicht mehr so viel zu tun hier, deswegen schaffen wir das schon noch. So, Besatzung. Wir bräuchten einmal Nails wieder und wir bräuchten Minenarbeiter. Joshua nicht. Doch, Joshua bräuchten wir Nisbet nicht. Dann darf jetzt... Oh, wer kann das abbauen? Konnte es eindämmen? Aber es ist aber unter Kontrolle, konnte es eindämmen. So gut, wenn dann nicht die gesamte Basis geflutet ist, sondern nur bestimmte Bereiche und man den anderen dann das unter Kontrolle kriegen konnte, dann ist es ja ganz gut.
Joshon Pei. Fertigkeiten. Pei kann das und Joshua kann dasselbe. Sehen beide glücklich aus? Ich wette sogar der 3-6. 3-6. Pei oder Joshua? Warte, wer hat ein schlechterer? Nee, geht nicht. Dann nehmen wir einfach Joshua, was soll's. Bevor ich da jetzt eben. Oder zwei Minenarbeiter. Nee. Einer reicht. Nisbet und Joshua, was ist mit euch? Warum verkommt ihr? Ach, weil die ganze Zeit hier weiterarbeiten. Weg damit. Essen fassen. So, ein anderes bestimmt hier an der Schmelze, nicht wahr? Nee, da ist Maxim gerade am Arbeiten. Die Schmelze sowieso hier nicht benutzt. Nisbet ist hier, Joshua ist da. Ach, weil die gerade daran arbeiten. Wupp, 600, 600. Okay, ein bisschen problematisch. Gesamter Wasserstoff ist weg. Einfach alles hier hingepackt. Arbeiten die nicht mehr weiter? Doch tun sie, die Pumpen funktionieren gerade noch nicht. Weil der Sauerstoff langsam hier raus muss. So, dann stellen wir das mal runter, weil das ist sowieso eine Sache für nächstes Mal. Also, bis die Rakete wieder da ist. Oder die nächste Rakete dort ist. Das ist jetzt nicht so wichtig. Da könnt ihr jetzt schon mal essen gehen. Wichtig ist eher, dass wir hier Joshua haben und Nails. So, Anzug weg. Nails. Anzug weg. Und der Platz ist jetzt für. Da könnt ihr euch mal gesund pflegen. Für Joshua. Erstmal. So, und dann einmal aufwischen. Sehr gut. Und dann ist die Rakete bereit. Wir fliegen nach. Nach Tostani. So, Tor auf. Joshua ist hier drin. Das ist ein bisschen schlecht. Darf Joshua essen? Ernährung war, Joshua darf Bärenmatsch nicht essen. Jetzt darf es. Gut, damit ist Joshua gerettet. Dann einmal weg mit dem Wasser. Das da unten ist mal ein bisschen kritischer. Sehr gut, dann alles. So, und dann einmal wegfliegen. So, jetzt ist Easy Noscope dran. Genau, die wartet jetzt schon hier im Orbit. Die landet gleich, wenn wir hier fertig sind. Ziel ist einmal das hier weg. So, auf nach Tostani. So, Startsequenz, kein Alarm, fertig. Mal sehen, wie heiß das wegbrennt. Also wie heiß der unser Wasserstoff dann brennt. Oh, der Alarm ist weg. Eieiei. Ach du meine Güte. Da sind uns ein paar Leitungen weggeschmolzen. Nicht nur ein paar. Ey, okay. Das ist jetzt leider ein bisschen problematisch für dich, Sneaky. Die Rakete hat die Leitung am Tor weggeschmolzen. Wasserstoff doch nicht so gut. Wir müssen die Sachen hier ein bisschen verstärken. Wir können tatsächlich mal Niob dafür verwenden. Obwohl, warum sollte ich Niob verwenden? Wann schmilzt der Eisen eigentlich?
Eisen, Eisen, Eisen. Das ist ja nicht weggeschmolzen, nicht wahr? 1500. Kann schmelzen, das ist das Problem. Wir brauchen unbedingt was anderes. Stahl würde ich dann tatsächlich nehmen. Schon wieder Stahl. Jetzt ist alles mit auf Stahl ausgelegt. Das ist so übel. So, wir müssen die Kabel hier Stahl ausstatten. Das am besten auch. So, wofür war das Kabel? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig gewesen? Tungsten? Ich habe kein Tungsten. Da müsste ich nochmal die Schmelze anschmeißen. Und wir brauchen dafür, warte, Tungsten war aus Wolfram, nicht wahr? Ich glaube, wir hatten sowieso ein Problem mit Wolfram. Kobalt zu Kobalt? Nee, Thermium, Wolfram zu Wolfram? Wo ist denn mein Tungsten? Eisen erst zu Gold, Niob, Eisen, Kobalt. Können wir Tungsten hier herstellen? Thermium da auch nicht. Wolfram? Kobalt. Ich kann kein Tungsten herstellen. Oder können wir das nur zermatschen? Nee, macht da keinen Sinn. Ach, auf Deutsch heißt Wolfram, okay. Ja, wir haben ein Problem mit Wolfram Heat. Wie viel Wolfram habe ich überhaupt? Null. Super, jetzt wird alles geschlossen. Können wir mal das offen halten? Das muss sowieso hier mal weg. Wenn man tauschen könnte, würde ich mein Wolfram in deine Welt und du dein Essen in meine Welt tauschen. Das Niki, hast du ein Nahrungsmittelproblem? Ich eigentlich auch. Wir haben. Eigentlich irgendwie verlieren wir hier die ganze Zeit Nahrungsmittel. Ich weiß nicht, also eigentlich, weil sie wahrscheinlich immer verderben. Aber die Farm sollte das eigentlich komplett abdecken. Und allein die Farm links und die eigentlich noch mehr dazu. Irgendwas stimmt hier einfach nicht. So, Bubbles macht irgendwas. Ah, das da, okay, ich verstehe. Die kommen da nicht dran, weil das hier alles voll ist. Ich habe nur 40.000 Kalorien. Bei wie vielen Dupes? 10? Aber dafür stabil, also geht nicht runter. Ja, aber nur. Warte, was ist denn da jetzt los? Da geht irgendwas kaputt. Aber schon etwas knapp. 13 ist wirklich knapp. In 3 Zyklen ist es dann schon vorbei. So, irgendwie überhitzt die Maschine. Aber das können wir ja reparieren. Wir bräuchten nur ein Radiatorrohr. Damit wir die hier abkühlen. Und meine Base ist so groß wie deine. Also verstehe es nicht. Ich habe immer mehrere Millionen an Kalorien. Hatte ich früher auch mal. Und ich frage mich jetzt, wie ich das überhaupt hinbekommen habe. Irgendwie verderben sie hier wahrscheinlich. Oder Stress sorgt dafür, obwohl wir haben gar nicht mehr so hohen Stress. Abgestanden. Die verderben wahrscheinlich bei mir alle so schnell. Obwohl hier aber 0% Zyklus ist. Ich bin gerade am Bauen einer Autofarm. Ich kann es nur empfehlen. Eine Autofarm beseitigt so viele Sorgen. Man muss nicht mal hinschauen. Und es läuft einfach. Wie viel Schwefel haben wir noch? 2 Tonnen, 9 Tonnen, 25 Tonnen. Und darunter nochmal 25. Wir haben genug. Das dauert. Das läuft ewig. So, wir haben ein kleines Problem. Das Tor muss noch ein bisschen geschlossen bleiben. Wir müssen mal kurz das hier offen haben.
Und damit wird das hier mal ein bisschen abbrennen. Hast du schon Experimente für 52b gefunden? Ist es ein Eintrag? Weil dann könnten wir mal schauen. Experiment. 52b. Das ist aber neu. Was sind das? Okay, ich schaue mir das noch nicht an. Also es ist ein Eintrag in der Wiki drin. Ich habe aber noch nichts davon wirklich, also irgendeinen Hinweis davon gefunden. Also ich denke nicht, wenn es nicht so freigeschaltet wird. Wenn es freigeschaltet wird, dann ja. Und ich erinnere mich nicht. Aber eigentlich müsste ich mich erinnern. Das findest du auf einem anderen Planeten. Kann man das übersehen? Das ist ein Satellit. Oder ist es so imposant aufgestellt, dass man es eigentlich findet? Da wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht auf Herr Satellin. Auf Tostani bestimmt nicht. Metanani vielleicht. Da haben wir gar nicht mal so weit. Obwohl, da unten ist auch nichts. Eigentlich kannst du das nicht übersehen. Okay, dann habe ich sie noch nicht gefunden. Dann hatte ich mal die Augen offen. Wo könnte es denn sein? Auf Smellelin vielleicht? Das ist ja so ein schleimiger Planet. Vielleicht ist es ja hier drin. Dann werde ich das finden, wenn ich da hin... Hier will ich sowieso hin. Nicht wegen dem Bauen. Das können wir nicht abbrechen. Hier werden wir keine Basis errichten. Schmilzt es immer noch? Ich will allein wegen den Artefakten hier, den beiden, da rein. Wahrscheinlich hier drin. Ja, da könnte es sein. Aber sicher ist es nicht. Frodito vielleicht. Da will ich auch nochmal schauen. Der ist interessant, weil der so eine Schicht hat. Eine Kristallschicht außenrum. Und Moistoni könnte auch was sein, ganz unten. Es geht schon ein Stück nach unten. Es wird noch ein Spaß, wie wir das hier machen. Wir brauchen einerseits neue Gesteine. Dann müssen wir das hier anbohren. Und dann erst nach unten graben, damit wir nicht ersticken. Und das Tiller bin ich sowieso... Obwohl, da war eigentlich nichts. Jetzt hat unser Roboter gut nachgeschaut. Das ist einfach nur ein riesiger Staubbrocken. Aber da drin halt könnte halt was sein. Ein Artefakt auf jeden Fall, das sehe ich jetzt schon. Und noch irgendwas. Ein Schrank, ein Stuhl, Monument. Da kannst du eine Unterwasserbasis machen. Hat seinen Reiz, verstehe ich. Man hat auf jeden Fall endlos viel Wasser. Die Temperatur ist eigentlich, obwohl die ist ein bisschen hoch. Es hat schon seinen Reiz, seine Basis neu aufzubauen und das ganz woanders. Und ein bisschen kompakter alles machen. Ein bisschen weniger verschwenderisch. So, haben die jetzt da alles im Dock fertig gebaut? Nein, noch nicht. Da fehlen noch ein paar Kabel. Das und das und das. Und das da unten bitte auch. Das könnt ihr auch reparieren. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, da bauen wir noch eine Leiter hin. Ich glaube, die ist sogar weggeschmolzen oder so. So, schnell reparieren, damit Sneaky hier landen kann. Er schwebt immer noch im Orbit herum. Also die andere Rakete ist einen halben Zyklus schon da. Sehr gut, wie schnell das geht. So, läuft die Maschine nicht mehr? Die ist kaputt. Okay, die reparieren wir schnell. Haben wir schon ausgetauscht, nicht wahr? Ja, Radiatorrohr. Aber die können wir ja gar nicht so kühlen. Wie machen wir das dann am besten?
Obwohl, der ist bestimmt jetzt nur überhitzt, weil die Rakete gestartet ist. Das heißt, wenn sich dort ein Gas befindet, kühlen wir das so schnell ab, dass sich die Maschine dahinter eigentlich auch abkühlen müsste. Ich hoffe es mal. So, eigentlich könnten wir die wieder einfahren. Und Sneaky könnte jetzt landen. Irgendwas stimmt da nicht. Ah, die Automatisierungskabel hat es auch erwischt. Okay. Dann bauen wir die auch noch schnell um. Die möchten wir auch noch mal umbauen. Ein schönes Stahl. Die Generatoren sind in Ordnung. Wir müssten dann die hier auch mal reparieren, also am besten umbauen. Ja, das ist ein bisschen blöd. Na gut. Ja, 28 Sekunden, dann sind sie da. Sehr gut, dann trinke ich in der Zeit kurz was. Und da sind sie. Das gefällt mir nicht, wie ein paar Sachen schmelzen. 2000 Grad sollte eigentlich nicht passieren. Sandstein, okay, wahrscheinlich ein bisschen Sandstein. Okay, dann einmal Experimental Mars. Jetzt zieht man unsere Anzüge hier an. Und zwar Nails und Joshua. Joshua und Nails. Also rein in die Anzüge und bereit machen für unsere Mission hier. Sehr gut. Einmal Minipod aktivieren. Einmal Obsidian hier hinbauen. Und einmal die Spinde durchstöbern. Ich hoffe, das überlebt ihr. Also raus mit euch, extrem hell. Wie hell ist denn das überhaupt? 75.000 Lux. Verbrühung, nicht gut, nicht gut. Komm schon, baut, 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 baut. So, hat einfach durchstöbert und durchstöbert. Und weg mit euch. Was habe ich hier? Warme Weste. Warme Weste. Schützt den Träger vor Kälte. Okay, es waren wirklich Westen drin. Das ist ja wirklich enttäuschend. Dann sind wir hier auf Tostani fertig. Jetzt müssen die noch überleben. Die ist auch noch hässlich. Minus 10 Dekoration. Dafür nur eine Isolierungsdicke mit 1 cm, damit uns noch wärmer ist. Okay, das ist jetzt schlecht. Joshua? Nails, der schafft das nicht mehr. Ich setze Biodrucker an. Nächster Druck nicht verfügbar. Aktivierung abbrechen. Aktiviert das mal. Ja, Joshua hat sich geopfert. Achso, aktivier das mal. Was rennst du denn wieder weg? Ach, Nils will essen.
Ach, die Isolierung, die schützt vor Kälte. Deswegen. Vor Wasser wäre schön, aber nee, nur für Kälte. Vor Hitze wäre gut gewesen. Ja, Joshua, das ist jetzt. Joshua, wir können das schnell oder langsam machen. Achso, er stirbt sowieso 20 Sekunden. Ich meine, er liegt hier in der Magma rum. Er könnte. Nee, er liegt im geschmolzenen Kupfer. So, damit es nicht zu schlimm ist. So, Nails währenddessen. Was denn mit deinem Stuhl? Warte, Moment. Knarrt die ganze Zeit herum. So, Nails, mach dich mal ran. Ich wünschte, ich könnte sehen, wie. Ach, fertig. Sehr schön. Klar, natürlich nehmen wir Joshua hierher. Wieso denn auch nicht? Das ist doch ein gutes Zeichen. Joshua 2. So, auf mit dir, Joshua. Ist ja nichts passiert. Da. Ich glaube, wir sollten drin, haben drin sogar noch ein Anzug da. Wohlweislich. So. Dann haben wir die Mission erfolgreich gelöst, ohne Verluste. Also irgendwo war hier noch ein Anzug. Ich sehe aber gar nichts. Die können mal hier aufwischen. Also, wir fliegen auf jeden Fall zurück. Die Mission ist geschafft. Zurück nach Magmator. Und auf Magmator erwartet uns der Rover. Und Sneaky. So, sehr gut. Den müssten wir eigentlich auch mal umbauen. Genau, wir benennen ihn erst einmal um. Wupp, und da ist noch die Bürotasse. Rover wird umbenannt in Xenoscope. Herzlichen Glückwunsch.